Technik, Rothaarige, Betrunkene, Superhelden, neue Emojis kommen. Wer über Messenger kommuniziert, kommt an ihnen nicht vorbei. Emojis. In diesem Jahr kommen 157 neue Symbole hinzu. Sie machen die Kommunikation künftig vielseitiger. So gibt es beispielsweise die Superschurken-Emoji in verschiedenen Geschlechtern. Die Auswahl an Emojis wird größer. Die 11. Version der Symbole soll Nutzern nach Angaben des verantwortlichen Unicode-Konsortiums mehr Möglichkeiten für persönliche Nachrichten geben. Zum Beispiel gibt es nun Emojis mit roten oder weißen Haaren, Locken und auch ganz ohne Haare. Die Superhelden- und Superschurken-Emojis gibt es bald auch in verschiedenen Geschlechtern und Hauttönen. Weitere neue Emojis, ein Feuerlöscher, eine Piratenflagge, Reagenzgläser, ein betrunkenes Gesicht oder ein sehr verliebt lächelnder Emoji mit drei Herzen. Insgesamt umfasst die Erweiterung 157 neue Symbole. Dünnes Haar? Das muss nicht sein. Unser PDF-Ratgeber zeigt Ihnen die häufigsten Ursachen, Therapien und Pflegetipps rund ums Thema Haarausfall. Das Emoji-Set 11 soll im Juni 2018 veröffentlicht werden. Auf ersten Smartphones dürften die neuen Symbole gegen August eintreffen. Die Hersteller müssen sie noch in ihre Betriebssysteme aufnehmen. Bestes Angebot auf bestcheck.de Deutsche Presseagentur.